Und wieder sind wir bei 20.000 Dollar angekommen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, bei der technischen Marktanalyse wöchentlich auf dem Kryptonauten YouTube-Kanal mit mir, mit Martin. Und wieder ist Bitcoin bei 20.000 Dollar angekommen. Wie geht's weiter? Was macht Ethereum? Wir gucken noch schön auf den Altcoin-Markt. Kurzes Update der News. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingehen könnte. Was mal wieder unsere Unterstützung ist. 20.000 natürlich ganz klar. Und wo unsere Widerstände sind, was machen unsere zwei Pattern, unsere Schulterkopf-Schulter-Pattern und unser Falling Wedge. Eigentlich sind wir ausgebrochen, aber irgendwie dann wieder doch nicht rejected worden. Und wir schauen einfach mal auf den Markt und schauen wir mal, was so sein könnte. Wir fangen natürlich an mit Bitcoin. Wir sind im einen Tageschart. Muss ich gerade selber überlegen. Wir gucken mal unsere Moving Average-Linien im Tageschart an. Unsere 50-Tageslinie liegt ungefähr hier bei 26.600 Dollar. Unsere 200-Tageslinie liegt bei 38.189 Dollar. Wir gehen auf die Woche und unsere 200-Wochenlinie liegt immer noch, ja, ist ein bisschen gestiegen bei 22.500 und wir sind drunter. In den letzten Bullruns war es eigentlich so, dass das immer unser starker Support war und wir sehen es, wir haben natürlich Unterstützung hier 2019, dann hat man noch Corona Crash, war auch Unterstützung, obwohl er relativ tief eingesunken ist. Hier sind wir aktuell auch gerade drunter und da müssen wir mal gucken, wir sind jetzt mittlerweile die dritte Woche drunter, die Woche ist gerade aktuell Halbzeit. Und dann müsst ihr einfach mal gucken, wie es da aussieht, wie es da weitergeht, ob die Unterstützung hält oder ob sie sogar noch weiter bricht und wir sogar noch weiter runtergehen. Vielleicht sogar bis ja, 10.000, 11.000. Also wenn wir jetzt hier sagen, okay, wir haben hier jetzt, das machen wir nicht. Hier die Unterstützung, 12.000, können wir noch dran ändern. Bei 12.000 ging es dann eigentlich nochmal kurz nach unten auf 10. Hier 9.800. Kurz unter 10 und dann ging es ja Vollgas nach oben, also 12.200. Könnte schon sein, aber in den letzten Jahren war einfach immer unser 200-Wochen-Durchschnitt eigentlich immer derjenige, wo eigentlich gehalten hat auf die Zeit und machen wir mal ja alles weg. Aber wie gesagt, unwahrscheinlich ist es nicht, dass wir nochmal weiter runtergehen. Wir sind aktuell wieder bei 20.000, 20.079. Waren heute schon mal wieder weiter runter. Gucken wir aber gleich nochmal an. Wir gehen wieder zurück auf den Tageschart. Machen die Moving Average Linien einfach mal raus. Machen mal den VPVR rein. Unser hochgerechnetes Trading Volumen. Sehen natürlich hier oben diese rote Linie bei 40.000. Ja, jetzt nicht mehr, das hat sich aktualisiert. Da müssen wir den ganzen Chart reinnehmen von dem ganzen Bullrun. So. Auf jeden Fall haben wir hier unten in diesem Bereich relativ viel Unterstützung, weil wir hier ja schon ein hohes Trading-Volumen haben. Und da sind wir ungefähr bei 19.100. Genau, das sind die 18.000, zwischen 18.000 und 18.000 und 20.000, wo wir gerade unsere aktuelle Unterstützung haben. Ihr seht es anhand von dem Trading-Volumen hier, haben wir da einfach viel Unterstützung. Und ja, jetzt geht's raus. Moment. Ja, genau. Nächste, was Volumen angeht, was das größte Handelsvolumen eigentlich war, der Trading-Volumen war genau um die 11.000. Ich zeige euch nur deshalb, dass ihr euch nicht wundert, wenn der Kurs mit Weltmarkt, mit Indizes und anderen Aktienkursen einfach mal hier in diese Region runterbricht und nur denkt, oh, was ist denn jetzt los? Das hier, dieser Ausschlag quasi am hochgerechneten Trading-Volumen ist unsere Unterstützung, wenn der Kurs die 18.000 runterbricht. Wir haben hier noch einen Kurs zu 15.000, 13, aber ihr seht ja die Ausschläge hier, die sind nicht ganz so groß. Aktuell ist der am größten hier so in diesem Bereich um die 20.000 bei 19.200, also genau zwischen 18.000 und 20.000. Aber als nächster großer maximaler
Den können wir. Wäre natürlich nicht so möglich, ja. Ich habe auch keine Glaskugel, aber es kann natürlich sein, wir gehen jetzt irgendwann wieder hoch. Dann treffen wir hier oben auf diesen Widerstand. Wieder um die 30.000, ganz klar. Und ansonsten sehen wir hier schon, was das Trading-Volumen angeht, dass wir hier eigentlich, da ist auch eine rote Linie, das Maximale haben hier in diesem Bereich. Und es liegt einfach so um die 12.000 Dollar. Also nicht, dass ihr euch wundert irgendwann mal, wenn der Kurs da unten ist und denkt, ah, wieso? Ja, guckt euch das an und dann wisst ihr Bescheid. Wir machen mal wieder alles weg. Schauen mal auf unsere EMA Ribbons, die gerade aktuell sehr weit auseinander sind. Das heißt, wir müssen jetzt hier, ich mach's mal größer, relativ stark nach oben gehen. Wir sind wie gesagt im Tageschart. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4. Tag in Folge rot im Minus. Wieder bei 20.000. Müsste hier einfach mal wieder stark nach oben gehen, dass die einfach ein bisschen squeezen, dass die wieder zusammengehen, so wie hier oben, und der Markt dann wieder quasi nach oben verläuft. Genau. Was macht unser LFG-Model? Sagt immer noch aktuell Unterstützung 18.500. Wie in vorherigen Bullruns errechnet dieses Modell unseren Tiefpunkt mit der Wachstumskurve. Und ihr seht, wir hatten die Unterstützung, also eigentlich diese Linie hier, die hier. Als Unterstützung hatten wir auch mehrfach, hier auch schon. Und hier sind wir halt einfach schön durch Corona schon durchgecrashed nach unten. Und hatte die Linie, also wie gesagt, die grüne hier war eigentlich immer die Unterstützungslinie. Die hat dieses Modell, ja, einfach hochgerechnet. Und aktuell sind wir an der untersten Unterstützung. Beziehungsweise waren kurz und sind wieder hoch. Wie gesagt, viele Trader nehmen auch das als Indikator und deswegen sind wir innerhalb von 2 Tagen wieder einfach nach oben gepusht. Wenn diese Unterstützung fällt, also 18.500, 18.000 rum, hier unten 17.600 waren wir auch schon geschwind, 17.700, je nach Börse, dann sind die 11.000 Dollar schon wahrscheinlich. Ansonsten, wenn diese Region hält, ja, kann es sein, wir gehen wieder hoch bis 35, beziehungsweise erstmal bis 30 oder 28. Oder sogar erstmal nur bis 4, 25 und bleiben an dieser Linie hängen irgendwann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Fibo-Levels mit dazu nehmen auf dem unteren Punkt, werden wir eigentlich gerade beim 0236er rejected, also nach unten gedrückt, und mit dem müssen wir wieder nach oben bringen. Wir machen es mal auf den, den hier so. Und wichtig, immer, was in letzter Zeit eigentlich immer war, war der 0618er. Und der liegt eben genau bei 26.000, 27.000 Dollar. 26.900, 27.000, 26.8. Den gilt es eigentlich immer wieder zu überwinden. Und wir sehen ja hier diese Kerze, die mache ich wieder weg. Diese Kerze hier wurde stark wieder nach oben aufgekauft. Und gerade sind es um die 26, wo als nächster starker Widerstand auf jeden Fall fungieren wird. Wenn das hier halten sollte. Wenn es nicht halten sollte, wie gesagt, 18.000, also hier unten 18.500, beziehungsweise nachher doch Wahrscheinlichkeit Richtung 11.000. Gut. Soviel zum Rauszoomen von Bitcoin. Wir gehen jetzt aber, Entschuldigung, mal so in unseren 1-Stunden-Chart. Brauchen wir aber einen anderen. Wir brauchen diesen hier. Wir nehmen aber doch immer schon den 4-Stunden-Chart, Entschuldigung. So, was wir diskutiert haben, war ganz einfach. Wir haben gesagt, hier hat sich ein Schulter-Kopf-Schulter-Pattern gebildet. Ja, ein Head-and-Shoulder-Pattern auf Englisch, Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf Deutsch. Das heißt, wir haben eine linke Schulter, einen Kopf und eine rechte Schulter. Haben wir andersrum auf, deswegen heißt dieses Pattern inverse, also falsch rum. Beziehungsweise andersrum. Oder rückwirkend oder gespiegelt oder nennt er wie ihr es wollt. Auf jeden Fall haben wir hier diese Formation. Da ist es so, wenn wir nur das Pattern nehmen, haben wir genau diese gelbe Linie hier als Nackenlinie. Die haben wir hier überschritten, in diesem Bereich. Problem war nur, dass wir sie nicht groß überschritten haben. Wir haben sie überschritten, bestätigt, ja, und leider nicht weiter über diesen Punkt
drüber gekommen. Wir sind hoch und dann wieder abverkauft worden. Lasst euch nicht ärgern jetzt hier von den blauen Linien. Erkläre ich euch gleich dazu. Also heißt es aktuell, dieses Pattern ist nichtig. Es funktioniert nicht, beziehungsweise ist nicht aufgegangen. Es wurde nicht ausgeführt. Wir sind wieder bei 20.000 Dollar mit im 4-Stunden-Chart aktuell 4 Kerzen, die über 20.000 geschlossen haben. Beziehungsweise eine läuft gerade noch. Also wir haben hier 1, 2, 3 Kerzen auf jeden Fall im 4-Stunden-Chart. Das sind 12 Stunden, wo über 20.000 geschlossen haben. Hier hat man 3 Kerzen und hier 4. Das nächste Pattern, wo ich darauf eingehen möchte, ist das Falling Wedge. Das ist genau das hier, wo die zwei weißen Linien sind. Das heißt hier die untere Linie, hier die obere Linie. Genau dasselbe Spiel. Kurs kommt runter, Kurs kommt runter, geht hoch, geht nochmal weiter runter, geht wieder hoch, bleibt irgendwo bei natürlich die Unterstützung auch mit einberechnet hängen, ja, und bricht nach oben aus, bestätigt und bricht aber nicht weiter nach oben, genauso wie diese Linie hier. Also quasi das. Das ist unser Problem. Wir müssen definitiv hier stark drüber kommen, beziehungsweise auch hier stark drüber kommen. Natürlich liegt jetzt diese Linie als Unterstützung da, aktuell auch nicht mehr, weil wir drunter sind. Gucken wir uns gleich an. Oder können wir uns gleich angucken. Wir hatten diese Linie als Unterstützung dann, ja, war hier Unterstützung als Bestätigung, hier Unterstützung, sind wir nochmal kurz hoch auf 21.1, 21.2 und aktuell sind wir wieder aber unter dieser Linie und auch signifikant ist dadurch ganz klar unsere 20.000 als aktuelle dicke, fette Unterstützung. Die blaue Linie und die obere blaue Linie erkläre ich euch gleich und somit ist dieses Falling Wedge aktuell auch nicht aufgegangen. Das heißt, wir können dieses Pattern, ich lasse es mal drin als Linie, können wir eigentlich auch total vergessen, ja, weil es auch nicht ausgeführt wurde. Das hatten wir bei 30.000 Dollar auch schon. Und zwar hier. Gab es auch verschiedene Möglichkeiten, wo wir damals hatten. Pattern wurde natürlich auch nicht ausgeführt, weil hier der Abverkauf wieder stattgefunden hat in dem Wyckoff Accumulation Pattern, das hier damals in der Pause, im Bullrun, im Sommer quasi, Juni, Juli, sehen wir ja hier bis Ende Juli, in unserem kleinen Sommerloch von 2 Monaten, gingen die ganzen Pattern auch nicht auf. Springen wir hier mal zurück. So. Genau, das heißt, wir können diese zwei Pattern eigentlich mal ordentlich in die Tonne treten. Also vergesst die einfach, das bringt aktuell nichts. So, wir haben, deswegen habe ich es eingezeichnet, 2 Punkte gebildet. Und zwar hier ein Hoch und hier ein Hoch. Diese blaue Linie ist für mich eigentlich so ein bisschen Unterstützung, dass ich sehe, wo ist gerade aktuell Widerstand. Die können wir aber gerne mal kurz rausnehmen. So, die blauen Linien sind jetzt einfach das. Ich habe hier 2 Punkte miteinander verbunden, ja, ganz klar, und die parallelisiert, also dupliziert und hier runtergesetzt. Und dann kommen wir hier hin. Das heißt, diese Linie bildet gerade so ein bisschen unseren kleinen, minimalen Trendkanal. Jetzt können viele sagen, ja, warte mal, das wird doch hier so ein M-Pattern. Ja, könnte ein M-Pattern werden, obwohl der rechte Bogen ein bisschen weiter auseinander ist. Aber es wird erst ein M-Pattern, wenn wir hier drunter brechen, nochmal bestätigen und dann nach unten ausbrechen. Aber will ich mal noch nichts sagen und nichts machen, weil der Kurs steigt gerade wieder. Also wir bleiben einfach mal bei unserer starken Unterstützung bei 20.000, die quasi dann hier gegriffen hat und eventuell jetzt auch wieder greift. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir natürlich weiterhin so ein bisschen seitwärts laufen und sagen, okay, alles klar, in dieser Range, ja, bewegen wir uns jetzt einfach weiter, bis wir entweder einen richtig guten Boden gebaut haben oder Bitcoin einen guten Boden gebildet hat, um die 20.000 Dollar rum, ums alte All-Time-High. Gibt es ja verschiedene von 19.500 bis 19.900, das alte All-Time-High. Und ansonsten bleiben wir in dieser Range, sage ich jetzt mal, in diesem langsamen, kleinen Aufwärtstrendkanal. Und dann müssen wir jetzt einfach gucken, so, wie dieser Kanal verläuft. Kann natürlich sein, dass er dann doch irgendwann mal nach oben oder nach unten ausbricht, aus diesem Kanal hier, ja. Ganz klar, müssen wir einfach so ein bisschen beobachten. Was passiert denn aktuell, beziehungsweise was ist denn heute so passiert und letzte Woche? Letzte Woche war es dann so, wir waren nochmal am 26. nochmal schon bei knapp 22.000, 21.800 rejected nach unten.
Ich hatte gesagt, dass das ein Fake-Out sein könnte. Erkläre ich euch ganz einfach. Aktuell hat sich die Situation wieder ein bisschen geändert. Aber wir hatten hier unten, haben wir gesehen, dass das Volumen immer weniger wird. So. Und ab hier wird es natürlich mehr, ist ja klar, weil dann kam der Abverkauf. Und jetzt ist es so, wenn wir hier unten, wenn das Volumen hier, ja, einzelne Spitze mal rausgenommen, nach unten geht und der Kurs geht aber steil nach oben, dann ist es eigentlich zu 90% immer ein Fake-Out. Das heißt, das Volumen wird weniger, aber der Kurs wird nach oben getrieben, um einen Bulltrap zu simulieren, beziehungsweise zu sagen, hey, pass auf, hey, Kurs geht hoch. Ja, die kleinen Anleger und ihr, die denken, oh geil, Kurs geht wieder hoch, gehen wieder rein. Schmeiß mein Mikro nach oben. Und investieren weiterhin, ja, und dann werden die halt alle wieder abverkauft und die großen Wale verkaufen dann wieder ab und haben einfach das Problem, dass sie uns natürlich dann wieder, ja, das Geld aus der Tasche ziehen. Deswegen, ihr achtet immer drauf, wenn das Volumen sinkt und der Kurs nach oben geht, wird es irgendwann wieder nach unten gehen, definitiv, weil es ein Fakeout ist. Und die Bremse aktuell hängt einfach bei 20.000 Dollar. Wir sind im 4-Stunden-Chart. Wir haben hier eine Kerze, zwei Kerzen, drei Kerzen, die ja über 20.000 geschlossen haben. Tiefste Wick 19.854 auf Binance. Anderen Börsen vielleicht noch kurz war da drunter oder war da drüber. Und wir haben aktuell die letzte 4-Stunden-Kerze schließt in 5 Minuten. Das heißt, wir sehen, wir haben dann 1, 2, 3, 4, 4, 4-Stunden-Kerzen. Das sind 16 Stunden, also eigentlich komplett ein ganzer Tag. Ja, ich sitze hier heute Morgen, ging es runter, die über 20.000 geschlossen haben. Also bin ich erstmal sehr optimistisch, dass wir die 20.000 erstmal gut als Support weiterhalten. Wie lange, weiß natürlich keiner. Ich kann nur sagen, dass aktuell sieht es gut aus, dass wir einfach vier Kerzen haben, die hier über 20.000 geschlossen haben. Weil in 5 Minuten, 4 Minuten wiegt die Kerze jetzt nicht mehr unter 20. Das ist sehr unwahrscheinlich. Im 1-Stunden-Chart sieht das natürlich ein bisschen kurioser aus, aber auch da bleiben wir dem Support treu und ja, sind aktuell wieder bei 20.200. Ethereum. Also merkt euch die Zonen bei Bitcoin oder schaut in der Kryptonauten-App die tägliche Marktanalyse. Gleiches Spiel. Wir hatten gedacht, ein Falling Wedge, das sind die weißen Linien. Ja, ist auch nach oben ausgebrochen, hat es bestätigt, nicht ganz so sauber, aber ja, hat es bestätigt, ist nach oben ausgebrochen, 1280 rejected wieder nach unten. Genau dasselbe Spiel eigentlich. Guckt den Kurs an, wir sind im 1-Stunden-Chart, wir nehmen jetzt mal den 4-Stunden-Chart. Machen den mal ein bisschen größer, so. Und das war genau das gleiche Spiel eigentlich, weil auch hier haben wir gesehen, dass das Volumen immer niedriger wird. Ja, seht ihr, hier hat man den letzten, wo wir mit Bitcoin runtergegangen sind, nochmal auf 900. Und dann ist das Volumen kleiner geworden und der Kurs ging hoch. Heißt wieder Fake Out. Genau, dann das Falling Wedge. Auf jeden Fall ausgebrochen. Bestätigt, ausgebrochen, abverkauft. Falling Wedge im Eimer, können wir vergessen. Schulter, Kopf, Schulterpattern ausgebrochen, nach oben bestätigt, abverkauft. Also können wir die zwei auch vergessen. Wie gesagt, wie bei Bitcoin genau das gleiche. Korrelation aktuell 1. Wir hatten mal kurz ein bisschen mehr Pump. Das war von hier nach oben und auch hier nach oben, weil wir hier aktuell den Widerstand sehen. Und wir genau in diesem Bereich dann quasi nicht weiter nach oben gekommen sind. Und die Spanne, wenn wir sie mal rechnen, von hier oben bis hier runter, ja, das sind 30%. Und so viel hat Bitcoin nicht gemacht. Genau. Selbes Spiel in Grün. Aktuelle Unterstützung liegt genau hier bei 1100. Wieder so eine gerade Zahl. Einfach weil wir hier Widerstand hatten. Hier hat man Widerstand. Dann sind wir nach oben ausgebrochen. Und aktuell ist das wieder ein Widerstand. Die 1040 sind natürlich ein bisschen markanter, weil die hat man hier als Unterstützung, hier als Unterstützung und hier als Unterstützung. Und deswegen sehe ich die besser gerade, aber wir sehen ja auch, diese 4-Stunden-Kerze wird gerade auch bei Ethereum grün. Ethereum hängt bei Bitcoin so ein bisschen hinterher.
Und ja, ich hatte auch einen Kanal gebildet aufgrund von diesem hier oben, der, wie ihr seht, nicht ganz hinhaut. Weil bei Firmen, wenn ich den so hinnehme, hier unten, und ziehe den auf die Wicks der Kerzen, jetzt passt es wieder, wird es nämlich ein Rising Wedge, ein ganz, ganz schmales Rising Wedge. Aber da müssen wir jetzt natürlich auch warten, wie es aussieht mit dieser Unterstützung hier, ob die hält. Beziehungsweise haben wir Unterstützung bei 1040 und bei 900. Widerstand 1280. Also quasi genau hier und hier. So sieht es bei Ethereum aus. Das Problem mit Ethereum ist immer ganz einfach. Korrelation zu Bitcoin 1 zu 1. Das heißt, das, was ich auch im Bitcoin erzähle oder sage, worauf ihr achten müsst, ist bei Ethereum genau das Gleiche. Und deswegen wird bei Ethereum, kürze ich es einfach ein bisschen ein und ja, man kann es ja 1 zu 1 übertragen. Das könnt auch ihr, ist kein Problem. Wichtig sind unsere Unterstützungslinien und unsere Widerstandslinien, ganz klar. Auch Ethereum kann natürlich, wenn wir mal rauszoomen. Ja gut, ein Monat ist schon ein bisschen viel, wir machen mal eine Woche. Gucken wir uns vielleicht nochmal geschwind die 200-Wochen-Linie an. Bei Ethereum sind wir natürlich auch drunter, die liegt bei 1200, waren wir aber auch schon drüber, sind aber abverkauft worden. Wie bei Bitcoin aktuell auch. Und dann schauen wir uns hier auch gerne mal die VPBRs an. Und was sehen wir? Wenn Bitcoin bei 11.000 ist, sehen wir hier unten in diesem Bereich dann quasi hier bei 132 Dollar. Ich vermute aber eher, dass wir hier so bei 384 bzw. bei 200 Dollar so ein bisschen mehr ausgebremst werden, nur weil die Kurve hier unten ein bisschen länger ist, also hier vom Abstand, die ist ein bisschen kürzer. Aber ja, nochmal 130 Dollar, wäre der Corona-Crash. Glaube ich nicht. Eher unwahrscheinlich. Eher auch hier so 400, 300, 400, so in diesem Bereich maximal, was wir auch runtergehen können. Oder allerhöchste wirklich dann nochmal 238. Dann war es das aber. Also Leute, das ist ganz ehrlich. Denke ich nicht so ganz. Also passt einfach auch bei Ethereum auf die Linien auf. Jetzt ist der Tab wieder verschwunden. Wo bist du denn? So. Und wie ihr seht, bleibt das hier die 1100, unsere aktuelle Unterstützung. Und wir machen auch hier 4 Stunden. Ja, ein bisschen groß. So, haben wir hier 1, 2, 3 Kerzen, die überhalb dieser Unterstützung geschlossen haben. So, wir gucken natürlich in unserer Kryptonauten-Seite, kryptonauten.org in der App, unsere Online-App, Web-App. Heide, nein, nicht am Handy. Übrigens, was App angeht, neue Funktion, Absätze in den Kommentaren, finde ich richtig geil. Danke, Asfa, für die Programmierung. Und auch aktuell bei Apple erhältlich. Ja, ladet runter, ihr werdet begeistert sein. Kryptonauten-App findet ihr im App Store von Apple und natürlich im Google Play Store von Android. Ja, wie sieht es denn aus? Wir sind natürlich gerade alles aktuell im Minus. Dodge 1% mehr. Shiba, wenn wir hier die Nullen angucken, 4 Nullen vor der 1, ja, Shitcoin nach wie vor. Einen großen Player haben wir gerade gar nicht. Monero ist wieder leicht gestiegen. Apecoin wieder 10%, ja, Flow genau auch 10% in den Top 50. Frax ist auch ein bisschen hochgeklettert jetzt, 1% plus, der Rest ist einfach 4% minus. AXX aber der minus 6%, hatte ich glaube heute Morgen schon geschrieben. Elrond aber bei 50 Dollar, minus 6%. Helium hat auch noch stark abgebaut, unter 10 Dollar aktuell, wieder minus knapp 7%. Und dann hört es schon auf. Jetzt haben wir hier einen neuen PAX-Dollar, der ja, sollte auch ein Stablecoin sein, hat Marktkapitalisierung. Ja, 870.000. Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ganz klar, Tether und USDC. Da sind wir nicht mehr bald voneinander weg, ob nicht USDT bald der Welterste oder halt Platz 3 dann wird, gell? Allein schon von der Kapitalisierung. Die Zahl hier hinten übrigens, die stimmt nicht. Es sind viel mehr. Und ja, von der Marktkapitalisierung sehen wir hier einfach auf jeden Fall, holt stark zu Tether auf. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann schauen wir noch mal kurz News. Was ich sehr interessant finde hier, Kryptobörse FTX kauft Robinhood.
oder doch nicht. Weil es keiner so richtig Bescheid, weil jeder bestreitet so ein bisschen. Seit Tagen kursieren Gerüchte im Crypto-Space, dass die von Sam Bankman-Fried geführte Börse FTX die Neo-Broker Robinhood übernehmen möchte. Das Unternehmen, die Unternehmen selbst wollen nichts davon wissen. Also, was steckt dahinter? Die Kryptobörse FTX überlegt intern, wie man den app-basierten Broker Robinhood am besten übernehmen könnte, sagt eine den Unternehmen nahestehende Person. Ja, stimmt, stimmt nicht, keine Ahnung. Die anonym bleiben möchte gegenüber Bloomberg. Robinhood habe noch kein formelles Übernahmeangebot von FTX erhalten, sagte eine weitere Person. Dennoch berichten verschiedene Medienhäuser, darunter Forbes und Reuters, von einer vermeintlichen Übernahme. Die Übernahmegerüchteküche brodelt also. Robinhood und FTX, die Übernahmegerüchte. FTX-CEO Sam Bankman-Fried sagte in einer gegenüber TechCrunch angegebenen Erklärung, dass sein Unternehmen derzeit nicht versuche, Robinhood zu übernehmen. Trotzdem ließ er großes Interesse an dem Neo-Broker durchblicken. Wir sind begeistert von den Geschäftsaussichten von Robinhood und die Möglichkeiten, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Davon abgesehen gibt es keine aktiven Übernahmegespräche mit Robinhood, so Bankman-Fried. Forbes geht dennoch von einer Übernahme aus. In einem kürzlich erschienenen Artikel zu Bankman-Fried hieß es, wie JP Morgan währenddessen des Börsencrash von 1907 nutzt Bankman-Fried das Krypto-Chaos, um sein Imperium zu vergrößern. Wer macht das nicht? Wir kaufen natürlich auch nach. Ist das nur eine Behauptung oder steckt da eine Mehrvermutung dahinter? Für eine Übernahme spricht das bereits lang anhaltende Interesse von Robinhood. Denn bereits im Mai erwarb der Kryptomillionär und FTX-CEO einen Anteil von 7,6% an dem Discount-Broker. Der Wert des Anteils betrug 650 Millionen Dollar. Okay. Damals sagte Bankman-Fried, dass der Kauf seine Überzeugung widerspiegelte, dass Robinhood eine attraktive Investition sei, dass er aber nicht die Absicht habe, die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen. Kann er mit 7,6% sowieso nicht. So ist es keine Überraschung, dass die derzeitigen Spekulationen entstanden sind und die Übernahmegerüchte kursieren. Robinhood Aktienkurs reagiert auf Gerüchte. Es bleibt abzuwarten, ob der Kauf zustande kommt und ob FTX Robinhood ein formelles Angebot unterbreiten wird. Die Aktien von Hood scheinen jedoch positiv auf die Nachrichten reagiert zu haben, da der Kurs vom Bericht von Bloomberg unter 8 Dollar gehandelt wurde und danach auf 12 Dollar sprang. Ja, wer weiß. Aktuell notiert der Kurs wieder 8,90 Dollar. Oder es war ein Pump and Dump. Die Dual-Class-Aktien Aktien von Robinhood gehen den Gründern die Kontrolle über 64% der ausstehenden stimmberechtigten Aktien. Das macht eine sogenannte feindliche Übernahme von intern über Unterstützung praktisch unmöglich, habe ich schon gesagt. Wie es mit einer vermeintlichen Übernahme weitergeht, scheint dennoch unklar. Ja, müssen wir ein bisschen drauf gucken, was da so passiert. Globient startet auf CoinMarketCap um 6 Börsen durch. Vielleicht auch noch kurz interessant, Globient ist die weltweit erste Plattform, die als Bank und digitaler Exchange zugleich auftritt. Seit kurzem ist sie mit einem GBEX-Token live gegangen auf CoinMarketCap und 6 Börsen. Ja, könnt ihr euch mal angucken, ob das was sein könnte für euch. Auch noch interessant, Russland führt Steuervergünstigungen für Bitcoin und Co. ein. Eigentlich als Land mega. Moskau verabschiedet neue Steuerregeln für die Kryptospace. Die Adoption von Bitcoin und Co. schreitet in Russland weiter voran. Gut für uns, gut für Krypto. Russland kann bei der Kryptoregulierung erneut ein Häkchen setzen, denn zum 28. Juli verabschiedete die Staatsduma, so heißt die Regierung in Russland, also so wurde es so genannt, in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz für die Besteuerung von Bitcoin und anderen digitalen Assets. Das Gesetz beinhaltet mehrere Neuerungen, die der Adaption der Kryptowährung im Sanktionsgebäude in Russland zugutekommen könnten. So sieht es vor, Herausgeber von digitalen Vermögenswerten künftig von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Also Börsen, Exchanges. Eine ähnliche Befreiung ist zudem für den Betreiber von Informationssystemen angesetzt, auf denen die Kryptodienste aufbauen. Auch nicht schlecht. Neue Einkommensteuer für Bitcoin und Co. Das von der Staatsduma verabschiedete Gesetz beinhaltet zudem eine Neuregelung der Raten für die Einkommensteuer auf Gewinne, die durch den Verkauf von Bitcoin und Co. erzielt werden. Seit das Gesetz hier bislang einen Pauschalwert von 20%, wow, geht es uns ja richtig schlecht, greift künftig ein differenzierter Ansatz. Denn heimische Kryptounternehmen zahlen bei Kryptogewinnern bei 13% Steuern auf die ersten jährlich erwirtschafteten 5 Millionen Rubel, etwa 90.000 Euro. Ab dem Betrag greift ein Steuersatz von 15%, der grundsätzlich für ausländische Firmen gilt. Trotzdem mega, immer noch weniger bei uns. Bevor das Gesetz aber greift, muss es noch vom russischen Föderationsrat und vom Präsident Putin verabschiedet werden. Die staatseigene Nachrichtenagentur RIA News erklärte Motivation hinter dem Kryptosteuergesetz dabei folgendermaßen unter Berufung auf Regierungskreise. Die Notwendigkeit
Ein gesondertes Besteuerungsverfahren für Aktivitäten mit solchen digitalen Vermögenswerten festzulegen, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das effektive Funktionieren der digitalen Wirtschaft. Die vollständige Umsetzung digitaler Projekte und die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Marktes für Digitalrechte in der Russischen Föderation. Unter anderem Russland im Kryptofiegel. Das Steuergesetz ist indes nur eine Säule der neuen Kryptostrategie des Kremls. Denn seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine unterliegt Russland einer zunehmenden wirtschaftlichen Isolation. Viele russische Banken wurden aus dem internationalen Zahlungswerk SWIFT ausgeschlossen. Plädierte die russische Zentralbank im Januar noch für ein weltreichendes Verbot von Bitcoin und Co. setzt Russland seit Kriegsbeginn verstärkt auf die Integration von Kryptowährungen in das eigene Finanzsystem. Ja, ist klar, wenn es von außen nicht mehr geht, machen wir es über Krypto, da geht es von außen auf jeden Fall. Die Staatsduma plant so beispielsweise ein Regelwerk für das Kryptomining. In Arbeit ist weiterhin auch ein umfassender Regulierungsrahmen für die Kryptobranche und der Handel mit Kryptowährungen. Gerüchte über die Legalisierung von Kryptozahlungen für Dienste und Waren im Inland haben sich unterdessen nicht bewahrheitet. Ein Gesetz schob dem bereits Mitte Juni einen deutlichen Riegel vor. Nichtsdestotrotz könnte Russland aber für die Abwicklung von Ausstandszahlungen von Bitcoin und anderen Digitalwährungen gebraucht machen. Diese Möglichkeit betrachten Vertreter und Vertreterinnen von Regierung und Zentralbanken wiederholt ins Spiel. Daneben arbeitet das Staatsunternehmen Rostec an einer Zahlungsinfrastruktur auf Blockchain-Basis. Diese wird als Alternative zum SWIFT-System positioniert. Die Zukunft wird somit zeigen, ob Blockchain und Kryptowährungen das Zünglein an der Waage sein werden, das Russland vor dem totalen Staatsbankrott bewahrt. Ehrlich, glaube ich fest dran. Die machen das. Ja, was gibt's denn noch? Justin Sun wird als VTO-Botschafter für seine eigene Blockchain. Okay, neue Vorwürfe, Terra, Preismanipulation und Geldwäsche. Ja, kommt alles raus, wissen wir ja schon. eBay will ins Metaverse, wissen wir auch schon. Wie gut, wie neu? Nee, BMW-Anzeigen brauchen wir nicht. UST findet endlich seine wahre Bestimmung als Shitcoin auf Steroiden. Ja, erst 99% minus und jetzt 800% plus. UST ist zurück und hat genug vom Leben als Stablecoin. Jetzt heißt es Pump and Dump. Ja. 7 Cent. Quatsch. Ja, guckt doch selber geschwind. Finde ich jetzt nicht so. Ja. Helium, Shiba, Inu und Decentraland, die Flop-Altcoins des Tages. Ja, habe ich ja schon geguckt. Genau. Also, wir schauen nochmal kurz auf Bitcoin-Chart. 20.300, 20.000 hält vorerst. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir haben Sommer, geht raus, macht was an der frischen Luft, genießt das Wetter. Wenn es wieder kalt ist, können wir wieder alle lang genug zu Hause sitzen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt was in die Kommentare. Jeden Tag nur für euch die Chartanalyse mit mir, von mir, auf unserer Kryptonauten-App in unserer Bereich Community. Lasst auch dort gerne mal ein Like da und schreibt vielleicht auch gerne mal einen kleinen Kommentar. Ich mache das gerne für euch, dass ihr einfach Mehrwert davon habt. Und ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.